Kapitän Lukas Mühl, danke auch an dich, dass du gleich nach Schlusspfiff zu uns gekommen bist. 5:0 hier in Valencia gegen Villarreal, ein Ergebnis, das der tatsächlichen Leistung entspricht oder zu hoch ist? Ja, aber trotzdem ist natürlich bitter, weil 5 Tore sind schon heftig. Wir müssen einfach aus solchen Spielen viel lernen. Da geht es um viel Video, da geht es um klare Analysen, dass man sich wirklich auch miteinander das ausspricht, was man besser machen kann. Das ist der Weg von uns in der Entwicklung, den wir gehen müssen, weil an solchen Spielen lernst du, gegen solche Top-Mannschaften kannst du sehen, wie es geht, wie es funktioniert, und das werden wir auch machen. In der Halbzeit bei 2:0, bis dahin war es eigentlich eine gute Partie von euch. Habt ihr da noch Hoffnung gehabt, dass da noch was geht? Ja klar, wir sind natürlich schon rausgegangen und haben alles probiert. Ich glaube, die ersten Minuten nach der Halbzeit sind wir auch gut rausgekommen. Wir haben probiert, nochmal ein Tor zu machen. Leider haben uns dann die zwingenden Chancen gefehlt. Ja, und vorne oder in der Defensive wird es dann auch manchmal schwierig, weil die Kraft ein bisschen ausgeht und ja, die einfach sehr starke Spieler haben. Du spielst jetzt in einer Woche schon wieder gegen den gleichen Gegner. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, was man mitnehmen kann, was man, dass man vielleicht auch taktisch was ändert? Ja, ich weiß nicht, sehr. Es gibt klar viele Erkenntnisse, vor allem im Video. Da kann man sich ganz genau anschauen, wann wir gute Ballgewinne haben, wann wir gut nach vorne kommen, aber auch, wann wir Probleme haben und warum dass diese Probleme entstehen, wo die Ursachen sind. Das werden wir machen, aber jetzt geht es erstmal Richtung Sonntag. Personell ist es auch nicht einfacher geworden mit dem Andi Gruber, der heute ganz kurzfristig vor Anpfiff ausgefallen ist. Ja, das ist natürlich immer bitter für so einen Spieler, wenn er ausfällt kurz vorher. Aber wir haben deswegen einen breiten Kader. Jeder hat dann die Chance, sich zu beweisen, und dann ist der Nächste dran. Und ich glaube, die Fans haben es heute schon mit ihren Gesängen angedeutet. Wichtig ist jetzt wirklich der Sonntag. Auf jeden Fall, super Unterstützung wieder, dass so viele Leute gekommen sind nach Valencia. Das liegt selbstverständlich, die waren sehr, sehr laut im Stadion, die lautesten eigentlich, und zu Recht. Skandieren sie das, das ist auch unser Ziel. Bei uns geht es jetzt darum, regenerieren, gut vorbereiten, alles aus dem Körper rausholen und dann Vollgas. Danke.